Wir sind Anna und Fabi und hinter uns seht ihr unseren selbst ausgebauten Van Pablo. Und diesen Van wollen wir euch heute mit einer kleinen Roomtour zeigen und hoffen, euch einen Einblick in unsere Wohnung auf vier Rädern zu geben. Bevor wir reingehen zu Anne und uns den Van angucken, zeige ich euch kurz unsere Ausgangslage. Das ist nämlich ein Peugeot Boxer aus dem Jahre 2018. Das ist die größte Version, L4 H3. Er ist 6,30 Meter lang und mit Roof Rack jetzt ungefähr 3 Meter groß. Hat 170 PS, reicht vollkommen aus für uns. Er hat sogar ein Luftfederfahrwerk. Das ist so ein kleines Special an dem Fahrzeug. Damit kann man so ein bisschen nivellieren, wenn man schräg steht. Kann die Hinterachse hoch und runter lassen. Hier vorne seht ihr dann die Tasten, mit denen man das Luftfahrwerk verstellen kann. Und zusätzlich haben wir hier noch eine Taste, einmal für unsere Alarmanlage, die wir damit scharf stellen, und zum anderen, um unseren Ladebooster zu aktivieren. Wir haben in dem Fahrzeug nämlich eine 300 Amperestunden Batterie verbaut, damit wir genügend Strom haben. Und damit wir auch während der Fahrt laden können, haben wir eine 50 Ampere Ladebooster verbaut, damit wir einfach immer genügend Strom haben. Eine Sache, die wir noch auf dem Dach haben, ist nämlich unser Roof Rack oder unser Dachgepäckträger auf Deutsch. Da haben wir zweimal 180 Watt Solar installiert, damit wir auch ordentlich Strom bekommen, während wir stehen. Und zusätzlich haben wir noch einen großen Scheinwerfer verbaut, falls man mal nachts an den Stellplatz ankommt, ist ja einfach nochmal ordentlich Licht auf dem Dach. Damit wir nachts auch gut schlafen können, haben wir hier diese Verdunklung. Die sind magnetisch und die machen wir jede Nacht dran und wieder ab morgens. Und ja, die sind echt super. Die sind auch thermoisoliert, also damit es in der Fahrerkabine nicht zu warm oder zu kalt wird und wir gut schlafen können. Dann würde ich mal sagen, kommt mit rein und ich zeige euch mal unser Zuhause. Jetzt stehen wir eigentlich auch schon mitten in unserem Esszimmer, in unserem Arbeitszimmer und im Herzen unseres Vans. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit unserer Sitzecke, weil die bei uns nämlich total wichtig ist. Wir haben uns diesmal überlegt, der Sitzecke auch wirklich viel Raum zu geben, dass wir einen festen Sitzplatz, einen festen Arbeitsplatz haben. Wir können uns hier total easy gegenüber sitzen, weil wir nämlich unsere Sitze drehbar gemacht haben und dadurch können wir diesen Sitz einmal umdrehen und wir hätten auch noch die Möglichkeit, den Sitz rumzudrehen. Dann hätte man sogar drei feste Sitzplätze und was auch noch ganz schön ist, wir haben hier diesen schwenkbaren Tisch. Da kann man wirklich auch mal entspannt aufstehen, man kommt sich nicht in die Quere und ja, kann den Tisch immer so ein bisschen in Position rücken. Wir haben gesagt, wir wollen diesmal in unserem Van ja mega viel Frischluft haben und Tageslicht und deswegen haben wir hier auch wieder ein Fenster eingebaut und mein persönliches Highlight in der Sitzecke haben wir hier unsere Deckenleuchte. Ich finde, es macht es einfach so extrem wohnlich und es wirkt ja wie in der Wohnung zu Hause und es ist eins meiner absoluten Highlights in diesem Van. Wenn wir uns hier unten mal den Raum genauer anschauen, haben wir hier zum einen den Einströmer, den Lufteinzug quasi für unsere Standheizung. Und wir haben dann natürlich auch den Stauraum unter der Sitzgelegenheit noch effektiv genutzt. Hier haben wir jetzt eine Wäscheklappe, wo unsere Dreckwäsche drin ist. Und hier nebenan ist unser Schuhschrank. Was vielleicht direkt auffällt, wenn man in Pablo reinkommt, ist das helle und offene Raumkonzept. Wir haben uns auch diesmal wieder dafür entschieden, alle Töne in Weiß zu halten. Und ich finde zumindest, das macht es sehr, sehr freundlich. Hier ist wirklich immer sehr viel Helligkeit drin. Und natürlich auch durch die vielen Fenster bekommen wir richtig viel Licht rein und können auch einen richtig guten Durchzug machen. Wenn wir mal den Blick nicht auf die Decke richten, sondern mal ganz nach unten auf meine Füße und da, wo ich draufstehe. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen. Ich finde, man erkennt es direkt. Wir haben uns für Echtholzparkett entschieden. Wir haben aber wirklich nur da Parkett verlegt, wo die Sachen sichtbar sind. Also es ist ganz, ganz wenig. Ich glaube, es war nicht mal ein Quadratmeter, den wir jetzt verbaut haben. Und es macht ein so, so schönes Raumgefühl. Und ich liebe es hier barfuß zu laufen, weil es sich einfach so toll anfühlt. Und wir haben die Farbe auch zu unserer Arbeitsplatte und unserer Tischplatte abgestimmt, sodass die Farben immer wieder aufgegriffen werden. Ich arbeite mich einfach mal ein Stückchen weiter durch, weil ihr kommt auch schon ein weiteres Highlight. Jeder, der gerne in der Küche ist oder gerne kocht, der kann das auch sehr gut nachempfinden.
Tada! Unser Apothekerschrank. Ich liebe dieses Teil. Es ist ein wahres Raumwunder. Wir haben hier wirklich von Kosmetik bis hin zu Lebensmitteln, bis hin zu unserem Geschirr ganz unten, alles mit verbaut. Der hat wirklich ein riesiges Volumen und wir können super viel unterbringen. Und man kommt von allen Seiten ran. Also das ist wirklich eines unserer Highlights gewesen und ich fand, es war eine super Idee. Wir konnten diese Schienen beispielsweise von meinen Eltern noch nutzen, weil die übrig hatten und haben den Platz meiner Meinung nach sehr effektiv genutzt. Wenn man einen Apothekerschrank hat, dann braucht man natürlich auch eine große Küchenzeile und den Wunsch haben wir uns auch erfüllt. Also hier wird gekocht, hier wird geschnibbelt, man kann hier aber auch mal am Laptop stehen und arbeiten. Aber es ist so ein zentrales Herzstück auch von Pablo und wir haben zwei Gaskochplatten. Hier unten ist in dem Schrank dann der Gaskasten verbaut. Den haben wir dann auch natürlich abnehmen lassen und haben sehr kurze Wege diesmal. Und ja, hier findet sich dann auch allerlei Stauraum, also angefangen vom Besteck bis hin zu noch mehr Stauraum für Lebensmittel. Was ich persönlich auch richtig gut finde, sind unsere Verschlüsse. Das sind die Everlocks und die drückt man hier einfach so rein. Dann löst sich dieser Schnapper und man muss vor allem nicht dran denken, wenn man fährt, die können jetzt nämlich gar nicht mehr aufgehen. Und das ist super easy, also die Handhabung ist total leicht und uns fliegt nicht immer alles gleich aus den Schränken raus, wenn wir mal eine holprige Straße fahren. Hier haben wir dann unseren Kühlschrank. Das ist ein Kompressorkühlschrank, 12 Volt. Der ist auch ziemlich groß. Also man hat eigentlich wirklich genau den Komfort, den man auch in einer normalen Wohnung hätte. Ich glaube, der fasst 57 Liter, haben kein Eisfach, sondern ja reiner Kühlschrank und würden es auch immer wieder so machen. Also wir gehen ungefähr einmal in der Woche groß einkaufen und ja, ich liebe es einfach. Also da passt alles rein. Wenn wir hier mal weiter gucken, kommt dann als nächstes unser Waschbecken und unser Spülbecken. Wir haben eine Druckwasserpumpe verbaut. Dadurch haben wir auch genau so einen Wasserstrahl, wie wir ihn in der Wohnung hatten. Und haben uns hier dann noch so ein Brettchen und eine Abdeckung gezimmert. Was ganz cool ist, weil man kann echt einfach mal auch was drin liegen lassen. Und man hat noch zusätzliche Schneidefläche. Also man sieht es vielleicht, da sind schon lauter reingeritzte Sachen. Wenn ich am Anfang gesagt habe, dass es unsere Wohnung ist, darf natürlich auch das Badezimmer nicht fehlen. Und das ist auch was uns beim Ausbau wirklich extrem viel Schweiß, Tränen, Angst und Ärger gebracht hat. Aber das Ergebnis hat sich gelohnt. Wir können es uns mal angucken. Ja, jetzt stehe ich eigentlich auch schon in unserer Dusche und unserer Toilette. Wir haben einen Boiler verbaut, der über die Standheizung das Wasser erwärmt. Das sind, glaube ich, jetzt 9 Liter und das reicht für Fabi und mich perfekt. Also wir können beide ganz entspannt duschen. Hier sehen wir unsere Trockentrenntoilette. Auch super wichtig, möchte ich nicht mehr missen. Das ist die beste Erfindung, die es gibt für jemanden, der mit dem Van unterwegs ist. Und hier unten sieht man es, wir haben so Terrassenplatten reingelegt. Das lässt das Ganze, finde ich, immer noch ein bisschen wertiger wirken und ist auch ein super schönes Gefühl, wenn man hier drin steht und so ein Holzgefühl an den Füßen hat. Neben der Dusche hat dieser Raum aber noch eine zweite Funktion und zwar ist es auch gleichzeitig unsere Trockenkammer. Wir haben nämlich diesmal die Heizung so gelegt, dass die warme Luft auch hier reingeleitet werden kann und es ist richtig praktisch. Also die Handtücher, die können richtig schnell trocknen nach dem Duschen. Der ganze Raum kann super schnell trocknen. Und wenn wir mal nasse Sachen haben, eine Regenjacke oder ähnliches, dann können wir die auch einfach hier reinhängen. Und haben auch alles gut belüftet. Also auch hier wieder ein Fenster. Dann könnte man auch draußen duschen. Und ja, im Badezimmer ein Fenster zu haben, ist ja erfahrungsgemäß auch nicht die schlechteste Idee. Ja, wenn wir dann geduscht und gegessen haben und alles wieder schick aussieht, dann wollen wir natürlich auch irgendwo schlafen. Und das war so die größte Veränderung eigentlich im Vergleich zu unserem vorherigen Van Elvis, dass wir gesagt haben, wir wollen diesmal ein festes Bett haben. Wir arbeiten ja beide von unterwegs und ich bin diejenige, die tendenziell ein bisschen früher aufsteht. Fabi bleibt da lieber noch ein bisschen länger schlafen. Und deswegen war es uns wichtig, dass wir das feste Bett haben. Dann kann ich mich schon hinsetzen, kann schon arbeiten. Fabi kann noch liegen bleiben oder auch wenn man sich mal nicht fühlt oder einfach ins Bett will. Es ist einfach super praktisch, weil man da nicht ständig was umbauen muss.
Und damit es optisch noch ein bisschen abgegrenzt ist zum Rest des Vans, haben wir hier diesen Raumtrenner gebaut. Das sind so, ja, so Zierleisten aus dem Baumarkt. Und dann hat man irgendwie nochmal vom Gefühl die Küche hier, das Waschbecken, und dahinter fängt dann das Bett so richtig an. Das Bett ist auch eine ganz normale Größe. Also das ist, ich glaube, 1,40 Meter mal 1,90 Meter. Haben da auch eine stinknormale Matratze genommen, mussten die an den Ecken ein, zwei Mal ein bisschen einschneiden. Aber ansonsten ist es eine super bequeme Matratze. Wir können beide komplett drin liegen. Also die Liegefläche ist wirklich ausreichend und es ist mega gemütlich. Also ich lieb's total. Haben hier noch so zwei Leselampen und über dem Bett ist noch unser Max-Fan. Den kann man nachher von der Garage auch nochmal ein bisschen besser sehen. Damit es alles noch luftiger wirkt und offener wirkt, haben wir uns gegen Hängeschränke auf beiden Seiten entschieden und haben die einfach auf die eine Seite gepackt, die ja sowieso schon durch das Badezimmer bebaut ist. Und ja, da finden alle unsere Klamotten Platz. Wir können gerne mal reingucken. Was vielleicht auffällt: die sind nicht gleich groß. Ihr könnt ja mal raten, was ihr denkt, wem welcher Schrank gehört. Aber ich verrate euch auch direkt. Also Fabi hat natürlich den kleineren Schrank. Ich habe ein bisschen größeren Schrank. Ich habe auch ein paar mehr Sachen. Ist jetzt nicht super aufgeräumt aktuell, aber ich glaube, das verzeiht ihr mir. Ich habe das dann alles so ein bisschen, ja, sortiert mit den kleinen Kisten. Also so Unterwäsche, Socken und so weiter. Und das ist auch eigentlich alles an Klamotten, was ich habe. Und das ist auch super viel Platz, also mega ausreichend. Was ganz cool ist, wir haben hier oben dann noch Steckdosen verbaut. Das heißt, wir packen unsere Handys oder das iPad da auch immer nachts zum Laden rein. Und hier findet dann auch noch die Fernbedienung für den Max-Fan Platz. Ja, so können wir es einfach vom Bett aus regulieren. Gucken wir, ob Fabis Schrank ordentlicher ist. Naja, Fabi hat es anders gemacht. Der hat so große Kisten, also hier zum Beispiel für Socken. Und hier oben ist dann der Rest. Hier ist jetzt der besagte Max-Fan. Ist auch richtig gut, dass der direkt über dem Bett ist. Wir wollten den ursprünglich ganz nach vorne packen, also da, wo jetzt die große Dachluke ist. Das hätte aber vom Grundriss des Vans nicht gepasst, also da wäre eine Strebe gewesen. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, Plan B, wir packen den Max-Fan übers Bett. War tatsächlich die beste Entscheidung. Also wenn vorne das Dachfenster offen ist und wir dann den Max-Fan noch anmachen, dann ist das mega geiler Durchzug. Können wir dann einfach mit der Fernbedienung anstellen. Ja, und dann wedelt er uns hier die Luft um die Ohren. Der ist auch extrem leise, also wir können ihn auch über Nacht laufen lassen. Das stört gar nicht. Es ist sehr entspannt und gerade wenn es wärmer ist, wenn auch die Kochgerüche rausziehen sollen, dann machen wir den eigentlich immer an. Und es ist wirklich, also ich möchte es nicht missen. Es ist mega, das Teil. Ja, wie man vielleicht erkennen kann, haben wir das Bett ziemlich hoch gebaut. Ihr werdet jetzt nachher hinten auch sehen, warum wir das gemacht haben. Aber wir würden da tatsächlich ganz, ganz schwer nur reinkommen in dieses Bett. Also vor allem ich, weil ich ja schon sehr klein bin. Deswegen haben wir uns hier einen Tritthocker gebaut. Können da mega leicht dann aufs Bett draufsteigen. Und was richtig praktisch ist, wir nehmen den auch voll oft, wenn wir irgendwie hier mal zu viert oder zu fünft drin sind. Weil man kann da natürlich auch noch total gut drauf sitzen. Einfach ein Kissen drauf. Und dann ist es gar kein Problem, hier auch mit mehreren Leuten drin zu sitzen. Also hat quasi eine Doppelfunktion. Er ist aktuell leer. Wir gucken mal, vielleicht können wir den irgendwann mal wieder mit irgendwas Leckerem füllen. Ja, und der steht natürlich nicht immer einfach so im Raum rum. Gerade wenn man fährt, muss man ja alles auch verräumen. Wir haben da direkt so eine Klappe gebaut. Und dann findet er da unten seinen Platz. Und wenn wir dann am Stellplatz ankommen, dann räumen wir den meistens wieder raus. Ist eine Sache von 30 Sekunden und ist einfach mega praktisch. So, wenn wir nochmal ganz vorne hingucken, beim Essbereich, ich hatte ja schon gesagt, dass uns das Thema Helligkeit super wichtig ist. Und hier haben wir diese riesen Dachluke, die echt mega viel Licht reinbringt. Die hat sogar noch ein Licht. Also das ist perfekt zum Arbeiten. Dann können wir hier nämlich wirklich ein sehr, sehr helles Licht machen. Und unser Schlund, den gibt es natürlich auch wieder. Mit dem einzigen Unterschied, dass es kein Schlund mehr ist.
Schaut euch das mal an. Da ist so viel Platz. Es ist so toll. Da haben zwei riesige Kisten Platz. All unsere Jacken, Rucksäcke, technisches Equipment. Also das ist wirklich von der Öffnung richtig, richtig gut. Liegt natürlich auch daran, dass wir ein H3 haben. Da ist natürlich viel, viel mehr Platz dann auch. Aber das macht einen riesen Unterschied, wenn ich da nicht immer ja, alles total zusammenknüllen muss, damit man überhaupt mal an diesen Schlund rankommt. Aber Schlund passt einfach trotzdem und es wird immer der Schlund bleiben. Wenn wir arbeiten, brauchen wir natürlich auch Internet. Ganz, ganz wichtig. Also ohne Internet geht halt leider einfach gar nichts. Dafür haben wir einen Router verbaut. Der findet hier drin Platz. Da ist unsere kleine Schaltzentrale vom Innenraum. Wir haben dann drei Antennen auf dem Dach und haben damit echt richtig guten Empfang. Also das macht wirklich einen Unterschied. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, der irgendwie von unterwegs arbeitet oder selbst für Netflix-Serien oder Ähnlichem. Das ist sehr praktisch, weil der Empfang in so einem Kastenwagen natürlich viel, viel schlechter ist als draußen. Beim Thema Raum- und Farbkonzept haben wir uns dann auch gedacht, dass wir alles möglichst clean und ja minimalistisch haben möchten. Wir haben wenig Hängeschränke beispielsweise, auch nicht sehr viel Deko, aber ich mag das, wenn es einfach immer aufgeräumt aussieht und man nicht so viel Schnickschnack rumstehen hat. Und ganz ehrlich, wir haben so viel Stauraum, also uns fehlt es da wirklich an nichts. Wir wissen halt aber auch ganz genau, wo was ist. Es hat alles seinen festen Platz und ich mag das total gerne, wenn man reinkommt und es ist gleich ordentlich und man muss nicht erst die Sachen suchen. Und so ein bisschen Deko haben wir ja auch gemacht, wir haben ja auch unsere Pflanze wieder mitgenommen. Aber irgendwie wirkt es dann doch ein bisschen cleaner auf so engen Raum vor allem. Kommen wir jetzt zu unserem Vorratslager, nämlich unserer Garage von unserem Fahrzeug. Hier hinten ist eine Menge Stauraum. Dadurch, dass wir das Bett relativ hoch setzen können durch den H3, haben wir einfach super viel Platz. Ihr seht hier auf der rechten Seite haben wir einen 150 Liter Wassertank verbaut, damit wir einfach stressfrei immer genügend Wasser haben. Der wird befüllt durch diesen Schlauch, das seht ihr hier. Oberhalb vom Wassertank befindet sich noch genügend Stauraum, um unseren E-Scooter oder sonstiges Gerümpel unterzubringen. Da ist einfach super viel Platz in diesem Fahrzeug noch übrig. Auf der anderen Seite haben wir dann mit Euroboxen hier unten gearbeitet, um einfach noch mehr Möglichkeiten zu haben, alles zu sortieren und zu verstauen. Hier oben seht ihr unser Stand-Up-Paddleboard. Das muss natürlich auch mit. Und ein bisschen schwer zu erkennen, auf der linken Seite befindet sich unsere komplette Elektronik mit einer 300 Ampere-Stunden Batterie. Das ist so ein bisschen das Herzstück unseres Fahrzeuges. Wir haben, wie ich schon vorhin erwähnt habe, 2x180 Watt Solar auf dem Dach. Die werden von zwei Solar-MPPT-Reglern geregelt und geleitet, sodass immer die maximale Ausbeute an der Batterie unten ankommt. Zusätzlich noch der 50 Ampere Ladebooster und somit haben wir genügend Strom, um auch mal beim schlechten Wetter zu arbeiten und ja nicht gleich irgendwo einen Landstrom suchen zu müssen. Landstrom und 230 Volt, da sind wir sehr minimalistisch unterwegs. Wir haben lediglich einen 500 Watt Wechselrichter, um einfach den Laptop zu laden und unser Milchaufschäumer. Ansonsten ist das Auto komplett auf 12 Volt ausgelegt und klappt hervorragend. Also wir haben so gut wie nie Stromprobleme, haben immer Licht und das klappt sehr gut. Eine Sache, die wir noch gar nicht erwähnt haben, wir heizen mit einer Dieselstandheizung, mit einer Planar 2D. Die wiederum speist unseren Boiler mit der warmen Luft und somit können wir warm duschen und haben immer den Komfort eines warmen Vans, auch wenn wir mal in einer kälteren Region sind. Das war unsere kleine, aber feine Roomtour durch unseren geliebten Van Pablo. Wir hoffen, euch hat die Tour gefallen und ihr konntet ein bisschen Inspiration mitnehmen und einen kleinen Einblick bekommen. Falls euch diese Roomtour gefallen hat und ihr vielleicht noch eine zweite Roomtour sehen wollt, nämlich unseren ersten Van, dann schaut doch mal in dieses Video hier rein. Da zeigen wir euch Elvis, nämlich unseren ersten Van. Das kann man ganz schön vergleichen und ihr könnt einfach mal gucken, wie wir uns vielleicht auch verbessert haben oder was sich verändert hat. Ich würde aber sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ja, in dem Sinne, macht's gut zusammen.